Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 2. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, Nina irgendwie und uns zu befreien, beziehungsweise in den Dings zu bekommen. Kontrollraum, nenne ich es mal. Nina, das wird dir vielleicht auf den ersten Blick nicht gefallen, aber ich habe eine Idee. Was willst du mit dem Sack? Du glaubst doch nicht im Ernst. Im Gegensatz zu dir bin ich prima verkleidet. Aber was machen wir, wenn hier jemand reinkommt und dich sieht? Ich weiß nicht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich nicht in diesen Sack krabbeln werde. Wir könnten einfach von hier verschwinden, aber du willst doch deinen Vater retten, oder? Also müssen wir alles tun, um den Plan dieses kranken Typen zu vereiteln. Und damit uns das gelingt, ist es nun mal unabdinglich, dass sie uns nicht erwischen. Aber... Hast du eine bessere Idee? Nein, aber... Gut, dann rein mit dir, bevor es zu spät ist und sie dich entdecken. Nina, ich steck dich jetzt in einen zweiten Sack voller verkohlter Trümmer. Dadurch wird die Tarnung perfekt und dich entdeckt bestimmt niemand. Du hättest ruhig etwas vorsichtiger sein können. Ging nicht vorsichtiger, tut mir leid. Ja, schon okay. Okay. Na großartig. Der Wärter befindet sich wieder vor dem Gefängnis. Und vor dem Eingang zum Turm ist jetzt auch noch eine Wache. Macht es nicht gerade einfacher, in die Kommandozentrale zu gelangen, aber angeblich wächst man ja mit seinen Aufgaben. Was ist los mit dir? Du jammerst ja schlimmer als alle russischen Waschweiber zusammen. Warum muss sowas immer nur mir passieren? Was ist denn los? Okay, ich sag's dir, aber verrat's bloß keinem. Keine Sorge, erzähl schon. Mir ist die Gefangene abgehauen. Ach du Scheiße. Ja, schon wieder. Schon wieder? Ja, das ist mir schon mal passiert. Damals in meiner Heimat. Das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich? Das ist mein Ende. Wer stellt denn einen Gefängniswärter ein, dem ständig die Gefangenen ausbüchsen? Genau. Mein erster Job war absolut perfekt. Das Gebäude war sicher und ich hatte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Fußball zu gucken und Käsesuppe zu essen. Es war das Paradies auf Erden. Und dann kam Eva. Eva? Nee, die hieß, glaube ich, Nina oder so. Keine Ahnung, wie die damals ausgebrochen ist. Und jetzt bekomme ich hier eine neue Chance und dann sowas. Und als die Tussi hier eingebuchtet wurde, habe ich mir noch gedacht, Spivak, habe ich mir gedacht, die Kleine sieht der Gefangenen von damals so ähnlich. Pass bloß auf, dass die dir nicht auch noch abhaut. Tja, Geschichte wiederholt sich eben doch. Das ist der Macker vom... Ich mach mich mal auf die Suche nach der Ausreißerin. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Da geht's in den Keller. Hallo, schönes Wetter heute. Schönes Wetter? Das fängt hier gleich richtig an zu schütten. Mag sein, aber bedenke, dass der Regen genauso Gottes Geschenk ist wie der Sonnenschein. Er lässt die Pflanzen wachsen und spendet dem Durstigen Wasser. Stimmt, du hast recht. Gehörst du zu uns? Ich dachte, du wärst nur eine von diesen stumpfsinnigen Wachen. Wenn ich mich jetzt als Mitglied von Puritas Cordis ausgebe, dann wird das vermutlich recht schnell auffallen. Oder? Wäre es den Versuch wert? Ich taste mich mal langsam vor. Sollte es nicht eigentlich egal sein, ob ich zu Puritas Cordis gehöre oder nur eine Wache bin? Das, was uns Menschen vereint, sind doch Reinheit des Herzens und ein fester Glaube. Weise gesprochen, Bruder. Aber jetzt mal unter uns. Wenn du keine Wache bist, wieso kenne ich dich denn nicht? Ich habe extra Fotos aller Anhänger von Puritas Cordis bekommen, die sich hier auf dem Anwesen aufhalten, damit ich keinen Unbefugten einlasse. Aber an dich kann ich mich nicht erinnern. Nimm doch mal die Kapuze ab, damit ich dich besser sehen kann. Ah, keine gute Idee, gar keine gute Idee. Wie komme ich da jetzt bloß wieder raus? Nein, du hast schon recht, Bruder. Offiziell bin ich nur eine einfache Wache, aber ich würde mich euch gerne anschließen. Sehr gerne, wenn du dich etwas gedulden kannst. Pat Charlton hat derzeit viel um die Ohren, aber ich kann dich später gern mal mit ihm bekannt machen. Ich werde auch ein gutes Wort für dich einlegen. Ich fürchte, so viele gute Worte kann er gar nicht für mich einlegen, dass Shelton mich nicht sofort wieder über den Haufen schießen würde. Ja, das wäre großartig. Das stimmt wohl.
Nur mal rein theoretisch. Was wäre, wenn die Gefangene aus dem Gefängnis geflohen wäre? Dann würde der Wärter, der vor dem Gefängnis steht und für diesen Abschnitt zuständig ist, den Alarmknopf im Gefängnis drücken. Und wenn er das aus irgendeinem Grund nicht tun würde? Oh, das würde er mit Sicherheit. Pat Shelton legt sehr großen Wert auf eine ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben. Und jeder hier kennt die Konsequenzen. Aber es könnte doch trotzdem sein. Nein, da kennst du Shelton schlecht. Und selbst wenn, ich gehe hier nicht weg, solange kein Alarm ausgelöst wurde. Sonst bin ich nämlich dran wegen Nichterfüllung meiner Aufgabe. Oh, okay. Euer Anführer ist ein vielbeschäftigter Mann, oder? Ja, derzeit ist es besonders schlimm. Viele öffentliche Auftritte, dazu die Pressekampagne, Fernsehinterviews und so weiter. Er ist wirklich nicht zu beneiden. Dazu kommen einige wichtige organisatorische Sachen. Und dann funken uns ja noch diese Querulanten dazwischen, um die er sich auch noch kümmern musste. Doch egal, wie viel er zu tun hat, er ist immer freundlich und hilfsbereit, hat immer ein offenes Ohr für seine Anhänger. Aber wenn du erst einmal zu uns gehörst, dann wirst du selbst erfahren dürfen, was für ein großartiger Mensch er ist. Bestimmt. Ja, ich kann es kaum erwarten. Und er hat ja auch noch diesen großen Plan, den es umzusetzen gilt, nicht wahr? Großer Plan? Welcher große Plan? Na, den mit New York. New York? Was soll das für ein Plan sein? Weiß er wirklich nichts von dem Plan mit der Flutwelle? Aber wie schafft es Shelton dann, diesen Plan umzusetzen? Der organisatorische Aufwand dafür muss doch enorm sein. Wissen die Leute allesamt nicht, was sie da gerade tun? Ach, ich hatte da nur was von einem großen Plan und dem UN-Hauptquartier in New York mitbekommen. Kann aber auch sein, dass ich mich da verhört habe. Keine Ahnung. Ich weiß von keinem solchen Plan. Aber was genau Shelton in seinem Turm ausheckt und wozu er die ganzen technischen Anlagen braucht, weiß hier eh kaum einer. Aber ich weiß es. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie in diesen Turm komme. Und ich weiß erst recht, was ich dann mit Shelton mache. Vertrauen ist bei uns nun mal extrem wichtig. Wir wissen, dass wir unser Schicksal in seine Hände legen können, weil er uns beschützt. Das erfahren wir jeden Tag aufs Neue. Und das ist es auch, was uns zu den glücklichsten Menschen auf Gottes Erden macht. Ja, selig sind die geistig arm. Aber wer will es ihnen verdenken? Sie suchen einfach nur nach etwas Halt und Sicherheit in einer Welt, die vor Unsicherheit zu zerreißen droht. Wenn wir Shelton aufhalten wollen, müssen wir irgendwie in diesen Turm kommen. Wie ist eigentlich egal. Es muss nur schnell gehen, bevor es zu spät ist. Wozu ist diese Luke da vorne eigentlich? Da geht's runter in den Vorratskeller. Hinter der Luke ist ein Kohlenschacht. Kohlenschacht? Kann ich da mal reinschauen? Ist eine neue Kohlenlieferung angekommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum sollte ich die Luke dann aufmachen? Ist eigentlich nicht nötig. Mist. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ins Haus zu kommen. Ich muss mal wieder meinen Rundgang machen. Wir sehen uns später. Gott sei mit dir. Hey, kannst du mal kurz die Luke aufmachen? Wieso? Ist die Kohlenlieferung da? Ja, sonst würde ich dich ja nicht darum bitten, die Luke zu öffnen. Okay, warte. Ich hol kurz den Schlüssel. Gut, und ich hol dann schon mal den Kohlensack. Lass mich noch mal kurz in den Kohlensack schauen. Wieso? Weil der Chef angeordnet hat, dass alles kontrolliert werden soll, was ins Haus kommt oder das Haus verlässt. Und dazu gehören auch Kohlensäcke? Was soll denn da Gefährliches drin sein? Miss Undercover? Ja, etwas übervorsichtig ist das schon, aber... Hier, schau rein, nur Kohle. Ja, ist okay. Dann rein damit. Ich schütte extra vorsichtig, aber ich kann nur hoffen, dass Nina nicht zu hart fällt. Und falls doch, dass sie wenigstens die Zähne zusammenbeißt und nicht laut aufschreit. Ich werde mal schauen, ob ich ein Fenster zu dem Kellerraum finde, in dem Nina ist. Bestimmt. Nina, alles okay? Kann es sein, dass du mich schon immer mal in einen Kohlenkeller werfen wolltest? Ja, mit dir werden auch meine intimsten Träume wahr. Wenn du dir wieder mal so einen Traum erfüllen möchtest, sag bitte vorher Bescheid.
Da ziehe ich mir schnell noch gepolsterte Klamotten an. Mach ich. Kannst du was entdecken? Ich schau mich erstmal etwas um. Lauf nicht so weit weg, falls ich dich brauche. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Kohlen natürlich. Der Kohlenhaufen, auf dem ich gelandet bin, scheint heute ein echt schwarzer Tag für mich zu sein. Ein Vogelkäfig. Helm. Ein alter Soldatenhelm. Keine Ohrwärmer, keine Polsterung, kein Tragekomfort. Hoffentlich muss ich mir den nicht aufsetzen. Mitnehmen tun wir ihn trotzdem. Würde sie ihn denn aufsetzen, ist die Frage. Nein, darf ich nicht mal anwählen. Das ist ein bisschen traurig. Französischer Weißwein, denke ich zumindest. Seitdem für Altersfreigaben von Spielen so strenge Maßstäbe angelegt werden, kenne ich mich mit Alkoholiker plötzlich so gut wie gar nicht mehr aus. Stofftaschentücher mit den eingestickten Initialen LN. Okay. Rein damit. Machen wir uns mal einen Kochtopf. Sieht lecker aus. Zumindest, wenn man die Augen zumacht. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen was. Nina, ich habe hier was für dich. Dem geben wir mal die Taschentücher. Max, ich habe hier was für dich. So, das macht doch schon mal einen ganz passablen Eindruck. Sieht noch nicht wirklich nach etwas aus, was man gerne essen würde. Das kommt bestimmt noch. Ein Vogelkäfig mit einem sehr lebhaften Papagei. Okay. Was ist denn los, Polly? Warum machst du so einen Lärm? Normalerweise schlägst du doch nur Alarm, wenn ein Fremder den Raum betritt. Aber hier ist ja niemand, also beruhig dich wieder. Sobald mich der Papagei sieht und ich ihm zu nahe komme, fängt er an zu kreischen. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Wer kennt sie nicht, die gefährlichen Wachpapageien? Aber wir können ja die... Und ich habe mich immer gefragt, warum ich in der Schule unbedingt diesen Handarbeitskurs belegen musste. Jetzt weiß ich's. Denn wie man das so kennt, abgedeckte Vogelkäfige bringen Vögel zum Schlafen. Nina, ich habe hier was für dich. Nina, ich habe hier was für dich. Decken wir ihn mal ab. Das Tuch über dem Käfig sollte den Papagei erstmal ruhig stellen. Da war jemand offenbar sehr erfolgreich. Dürfte wohl kein echtes Gold sein, aber immerhin. Da war jemand... Erhitzen wir mal den Ofen. Was, schon alles da, um ein Feuerchen zu machen? Seltsam, sonst muss ich doch immer erst 5 Millionen Sachen zusammensammeln. Na egal, ich sollte mich einfach freuen. Beim nächsten Mal wird's bestimmt wieder deutlich schwieriger. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wird da Käsesuppe draus, oder das ganze Zeug fliegt mir in einer gewaltigen Explosion um die Ohren. Ich hoffe mal Ersteres. Hui, es ist nicht explodiert und schmeckt sogar ganz passabel. Ich bin begeistert. Heiße und lecker duftende Käsesuppe.
Ich werde mal was von der Käsesuppe in die Vase füllen. Damit mir Max was für die Wache mitgeben können. Schätze ich jetzt einfach mal. Max, ich hab hier was für dich. Max, ich hab hier was für dich. So, aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!